Du willst nicht mehr den Schildglitch in Rainbow. Du bist abgefuckt, wenn Clash durch ihr Schild schießt. Oh, so Kotze. Abgefuckt, dass IQ immer unsichtbar ist. Nicht mehr lang. Was? Ja. Dann bleib dran. Ich hab genau das Richtige für dich. Breaking News in der Waymo-Szene. Momentan wurde angekündigt, dass die ganzen Glitches rausgenommen werden sollten. Ihr wisst ganz genau, der Schild-Glitch, der Clash-Glitch und die IQ, die sich unsichtbar machen kann am Spawn, sind einfach zu nervig, um überhaupt einen Modus zu spielen. Dazu kommt noch der Hostage-Glitch, den eh keiner interessiert, aber trotzdem auch sehr, sehr nervig ist für die Leute, die ab und zu mal Geisel spielen wollen. Also ist der Modus damit auch gestorben. Das große Problem ist, dass die Seite momentan, ihr seht hier schon im Hintergrund, gerade offline ist, beziehungsweise nicht mehr erreichbar ist, wo die ganzen Updates dazu standen, was alles rausgenommen werden sollte, also was ich euch auch gerade erzählt habe, denn es wurde gerade eben, wie ihr gerade seht, Clash gesperrt in Ranked. Man kann Clash nicht mehr nehmen. Damit ist auf jeden Fall ein Glitch schon mal irgendwie permanent gerade rausgenommen und gebannt worden. Allerdings sind IQ und der Schildglitch vom Kopf immer noch drin und da muss sofort nachgepatcht werden. Ich hoffe, dass bis Dienstag auf jeden Fall oder spätestens Dienstag ein Update kommen sollte. Sonst werde ich erstmal Waymo Ranked meiden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig ein Like und ein Abo da. Das war's von den Buddha Games.